Ende 1988 bis Anfang 1989 war ich für die US-Regierung mit der Erforschung von Antriebssystemen außerirdischer Fortbewegungsmittel beschäftigt. Die Hardware und Technologie, die sich mir dabei offenbarte, soll in die richtigen Hände innerhalb der Gemeinschaft aller Wissenschaftler gelangen. Jede Person auf der Erde hat das Recht zu erfahren, dass es physikalische Beweise gibt, die belegen, dass woanders noch ganz andere Lebensformen existieren und dass mindestens eine dieser Lebensformen hier auf der Erde war. Ich bin Physiker. Ich habe in Physik und Elektrotechnik graduiert. Ich arbeitete an verschiedenen wissenschaftlichen Programmen mit, von denen einige Top Secret und andere höher als Top Secret eingestuft waren. Meine am leichtesten zu überprüfende Tätigkeit war hier an der Los Alamos Mason Physics Fakultät in Los Alamos, New Mexico, in den frühen 80er Jahren. Zwischen Dezember 88 und April 89 arbeitete ich als Leiter des Physikerstabes an einer Sache, die das geheimste Projekt der Geschichte werden sollte. Der Ort, an dem ich arbeitete, war eine Einrichtung in einer Gegend nahe der Nellis Air Force Base in Zentralnevada, die als S4 bekannt ist. Die Region S4 befindet sich ungefähr 24 Kilometer südlich der berüchtigten Area 51 Geheimbasis am Groom Lake, wo die U-2 und SR-71 Spionageflugzeuge entwickelt wurden. Während der Dauer meiner Beschäftigung wurde ich von der US Navy bezahlt. Der erste Teil dieses Videos wird Fakten enthalten, über die ich selber Informationen sammeln konnte und über die ich eine spezielle Schulung erhielt. Mit anderen Worten, ich habe nicht nur Berichte gelesen und wurde nicht nur in der Theorie dieser Technologie unterrichtet, sondern sie wurde mir vorgeführt. Und ich weiß deshalb, dass diese Informationen wahr und akkurat sind. Einige Punkte, die mit diesem ersten Abschnitt abgedeckt werden, sind: wie diese riesigen Entfernungen im Weltraum Kraft eines sehr starken Gravitationsfeldes bewältigt werden, wie dieses Gravitationsfeld erzeugt wird, welche Kraftquelle dafür genutzt wird und wie diese funktioniert, sowie allgemeine Informationen über Flugscheiben und das geheime Projekt auf S4. Der zweite Teil wird Themen behandeln, über die ich zusätzliche Informationen besitze, die ich jedoch zum größten Teil noch nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen konnte. Wenn wir zum zweiten Teil kommen, wird klar werden, warum für einen Teil dieser Informationen keine Beweise erbracht werden können. Einige Punkte, die im zweiten Teil abgedeckt werden, sind: Informationen über die Wesen, die uns diese Technologie brachten, und wie diese Wesen im Laufe der Geschichte auf die Menschheit eingewirkt haben. Ich bin sehr gewissenhaft in der Auswahl dessen gewesen, was ich hier enthülle, und ich glaube, dass einige dieser Informationen der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden sollten. Diese Informationen werde ich Ihnen trotzdem übermitteln, nur mit dem Unterschied, dass ich die Dinge in den meisten Fällen für diejenigen vereinfacht habe, die kein wissenschaftliches Hintergrundwissen haben. Also, fangen wir an. Zu Beginn des ersten Abschnittes werde ich Ihnen drei kurze wissenschaftliche Lektionen erteilen. Wenn Sie die verstanden haben, werden Sie nicht nur mehr über interstellare Reisen wissen als die meisten Menschen, sondern Sie werden auch die konkrete Methode kennen, die eine andere Zivilisation benutzt, um von einem fremden Sonnensystem zum Planeten Erde zu reisen. Während der Lektionen werde ich die Informationen, die ich auf S4 bekam, und die ich beieinander setzen. Und wenn ich wir sage, meine ich diejenigen Wissenschaftler, die der allgemeinen wissenschaftlichen Hauptrichtung angehören. Also, lassen Sie mich nicht zu viel Zeit damit vergeuden, anerkannte wissenschaftliche Fakten und Theorien zu erklären. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Suchen Sie einen qualifizierten Wissenschaftler, Professor oder Lehrer auf, um sich von ihm meine Darstellung erklären zu lassen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist die, wie es möglich ist, riesige Strecken im Raum zu durchqueren, ohne die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten. Besser gesagt, wie kann man in vernünftiger Zeit und einigermaßen ökonomisch zwischen Punkten hin und her reisen, die Lichtjahre auseinander liegen? Rufen Sie sich nun ins Gedächtnis, dass die Lichtgeschwindigkeit ungefähr 300.000 Kilometer in der Sekunde beträgt, was auf die Stunde übertragen annähernd 1,1 Milliarden Kilometer sind. Und ein Lichtjahr ist die Distanz, die in einem Jahr mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegt wird. Um das uns am nächsten gelegene Sonnensystem Proxima Centauri zu erreichen, sind 4 Jahre Flug mit Lichtgeschwindigkeit nötig. Wenn wir bisher die Möglichkeiten überprüft haben, diese Entfernungen zu überwinden, mussten wir immer das Problem, mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit zu reisen, betrachten. Dies wirft Probleme in Bezug auf Antrieb, Navigation und Treibstoffkapazität auf. Und selbst wenn man die Effekte der Beschleunigung in der Raumzeit in Betracht zieht, was Zeitdehnung, Massezuwachs, Längenkontraktion und eine ganze Menge anderer Dinge beinhaltet, wird schnell klar, dass diese Art zu reisen ein technisches Niveau erfordert, das die Menschheit noch nicht erreicht hat.
Die Wahrheit in dieser Angelegenheit ist, dass das Überwinden dieser Entfernungen tatsächlich ein Niveau an Technologie erfordert, das die Menschen noch nicht erreicht haben. Aber es hat nichts mit linearem Fliegen nahe der Lichtgeschwindigkeit zu tun. Wir wissen, dass die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten eine gerade Linie ist. Also sind wir in unserem Universum immer davon ausgegangen, dass die schnellste Art, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, das Reisen auf einer geraden Linie mit Lichtgeschwindigkeit ist. Nun, Tatsache ist, dass wenn man es mit Raumzeit zu tun hat und die Voraussetzungen, um ein starkes Gravitationsfeld zu erzeugen, erfüllt sind, der schnellste Weg von A nach B der ist, die Raumzeit zwischen den Punkten A und B zu verzerren, zu verbiegen oder zu beugen, was die Punkte A und B näher zueinander bringt. Je stärker das Schwerkraftfeld ist, umso größer ist die Krümmung der Raumzeit und umso kürzer die Entfernung zwischen den Punkten A und B. Die meisten von uns denken beim Begriff Raumzeit an Leere oder an das Nichts. Aber erinnern Sie sich, es ist noch nicht lange her, dass die Menschen der Auffassung waren, die Luft in unserer Atmosphäre sei ein Nichts. Die Raumzeit ist wirklich eine Entität. Und eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie von einem Gravitationsfeld verzerrt oder verbogen werden kann. Wir wissen, dass die Schwerkraft Raumzeit und Licht verzerrt oder verbiegt, weil es eine Tatsache ist, dass wir Sterne sehen können, von denen wir wissen, dass sie eigentlich durch die Sonne unserem Blick entzogen sein sollten. Was diese Grafik hier angeht, so kennzeichnet die durchgehende Linie die Position eines Sterns, der hinter der Sonne platziert ist, und die gepunktete Linie zeigt seine Position, wie sie von der Erde aus gesehen wird. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das Schwerkraftfeld der Sonne Raumzeit und Licht rund um die Sonne verzerrt, was uns erlaubt, Sterne zu sehen, die wir eigentlich nicht sehen dürften. Wir wissen, dass Schwerkraft die Zeit verzerrt. Wenn wir zwei identische Atomuhren nehmen und eine davon auf Meereshöhe aufstellen und die andere in einer größeren Höhe postieren, zeigen sie verschiedene Zeiten an, wenn wir sie beide zurückbringen. Dieser Zeitunterschied liegt in der Tatsache begründet, dass ein Schwerkraftfeld schwächer wird, je weiter man sich von der Quelle entfernt. Also war die Atomuhr, die sich in großer Höhe befand, einem weniger starken Schwerkraftfeld ausgesetzt als die Uhr, die aufgebaut wurde. Die Wirkung eines Schwerkraftfeldes auf die Raumzeit ist etwas, das wir bis jetzt zwar beobachten konnten, womit wir aber nicht experimentieren konnten. Das hat mit unserer Unfähigkeit zu tun, ein Schwerkraftfeld zu erzeugen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt war eine große Masse wie ein Stern, Planet oder Mond die einzige Quelle eines wahrnehmbaren Schwerkraftfeldes, das uns bewusst war. Genauso wie ein Schwerkraftfeld rund um die große Masse eines Planeten Raum und Zeit verzerrt, verzerrt jedes Schwerkraftfeld, ob es natürlich vorkommt oder künstlich erzeugt wird, Raum und Zeit auf ähnliche Art und Weise. Beim intensiven Schwerkraftfeldes ist der, dass man es nicht nur an, sondern auch abschalten kann. Wenn wir uns wieder unserem Schaubild zuwenden, können wir sehen, dass wir, wenn wir ein intensives Schwerkraftfeld erzeugen, die Raumzeit verzerren können und in diesem Zustand die Entfernung zwischen dem Punkt, wo wir sind, und dem, an dem wir sein wollen, verändern können. Wir können uns an dem Punkt, wo wir sein wollen, und dann aufhören, das Schwerkraftfeld zu erzeugen und so der Raumzeit erlauben, wieder ihre natürliche Form anzunehmen. Auf diese Weise können wir große Strecken mit wenig linearer Bewegung überwinden und so wird die Raumzeitverzerrung in reduzierte Entfernung verwandelt. Jetzt zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Wie ist es möglich, die riesigen Räume zu durchqueren, wie es bei interstellaren Reisen notwendig ist, ohne die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten? Dies wird durch die Erzeugung eines starken Schwerkraftfeldes erreicht, das die Raumzeit verzerrt und es so ermöglicht, viele Lichtjahre in kurzer oder gar keiner Zeit zu bewältigen, ohne auf linearem Weg nahe der Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Die nächste Frage ist, wie erzeugt man ein Schwerkraftfeld? Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich den Ausdruck erzeugen benutzt, um die Fähigkeit, ein Gravitationsfeld herzustellen, zu beschreiben. Aber da mir keine Methode bekannt ist, wie ein Schwerkraftfeld aus dem Nichts erzeugt werden kann, wäre ein genauerer Ausdruck, ein Schwerkraftfeld benutzbar machen und zu verstärken. Um zu verstehen, wie Schwerkraft erzeugt, manipuliert oder verstärkt wird, müssen Sie zuerst wissen, was Schwerkraft ist. Es gibt dabei zwei Haupttheorien. Die Wellentheorie, die besagt, dass Schwerkraft eine Welle ist, und die allgemein akzeptierte, es handle sich um Gravitonen, angebliche subatomare Partikel, die sich als Schwerkraft darstellen, was totaler Unsinn ist. Denn Schwerkraft ist eine Welle. Und es gibt zwei verschiedene Typen von Schwerkraft, Schwerkraft A und Schwerkraft B. Schwerkraft A funktioniert in einem kleineren Mikromaßstab, während Schwerkraft B im größeren Makromaßstab existiert. Mit Schwerkraft B sind wir vertraut. Sie ist die große Schwerkraft, die die Erde genauso wie den Rest der Planeten auf der Umlaufbahn um die Sonne hält und den Mond genauso wie die von Menschen geschaffenen Satelliten auf ihren Umlaufbahnen um die Erde hält.
Mit Schwerkraft A sind wir nicht vertraut. Sie ist die kleine Schwerkraftwelle, die den Hauptbeitrag zu der Kraft stellt, die die Massen zusammenhält, die durch Protonen und Neutronen gebildet werden. Schwerkraft A ist diejenige, welche von der Hauptrichtung in der Physik allgemein als starke Nuklearkraft bezeichnet wird. Und Schwerkraft A ist die Welle, die man erzeugen und verstärken muss, damit Raumzeitverzerrung für interstellare Reisen erreicht werden kann. Um es zu verdeutlichen, erinnern Sie sich, dass Schwerkraft A auf atomarer Ebene funktioniert und Schwerkraft B eine große Schwerkraftwelle ist, die in der Größenordnung von Sternen und Planeten arbeitet. Trotzdem halten Sie die Größe dieser Wellen nicht fälschlicherweise für Ihre Stärke, denn Schwerkraft A ist viel stärker als Schwerkraft B. Man kann das Schwerkraftfeld B auf der Erde kurzzeitig durchbrechen, indem man einfach in die Luft springt. Also ist dies kein besonders intensives Schwerkraftfeld. Schwerkraft A zu finden ist kein Problem, weil sie im Kern jedes Atoms, egal welcher Art, hier auf der Erde und irgendwo anders in unserem Universum zu finden ist. Jedoch ist es ein großes Problem, Schwerkraft A mit den auf der Erde vorkommenden zu machen. Zurzeit ist mir keine Möglichkeit bekannt, Schwerkraft A durch das Benutzen irgendeines irdischen Elementes zugänglich zu machen, egal ob es natürlich auftritt oder künstlich erzeugt wird. Und hier ist der Grund, warum das so ist. Wir haben bereits gelernt, dass Schwerkraft A die Hauptkraft ist, die die Massen zusammenhält, die aus Protonen und Neutronen gebildet sind. Das bedeutet, dass die Schwerkraftwelle A, die wir zu erzeugen versuchen, praktisch nicht erzeugbar ist, weil sie innerhalb der Materie angesiedelt ist oder zumindest in der Materie, die wir hier auf der Erde haben. Die Erde ist jedoch nicht repräsentativ für jegliche Materie in unserem Universum. Die Restmaterie, die nach der Entstehung eines Sonnensystems bleibt, ist völlig abhängig von den Faktoren, die während der Entstehung präsent sind. Dies stimmt, egal ob man glaubt, dass der Ursprung des Universums ein evolutionäres Ereignis war oder dass ein höchstes Wesen dieses Ereignis verursachte. Die zwei Hauptfaktoren, die vorherbestimmen, welche Restmenge nach der Entstehung eines Sonnensystems übrig bleibt, sind die Menge an elektromagnetischer Energie und die Menge an Masse, die während der Entstehung des Sonnensystems vorhanden ist. Unser Sonnensystem hat einen Stern, der unsere Sonne ist. Aber der Großteil der Sonnensysteme in unserer Milchstraßengalaxie sind binäre und multiple Sternensysteme. Tatsächlich haben viele Einsternsysteme Sterne, gegen die unsere Sonne wie ein Zwerg. Wenn man all das berücksichtigt, sollte offensichtlich sein, dass ein großes Einsternsystem, binäres Sternensystem oder multiples Sternensystem während seiner Entstehung mehr Masse und elektromagnetische Energie gehabt hat, als zur Entstehung notwendig war. Das ermöglicht diesen Systemen, Elemente zu besitzen, die auf der Erde nicht existieren. Wissenschaftler haben lange darüber theoretisiert, ob es potenzielle Kombinationen von Protonen und Neutronen gibt, die dafür sorgen, dass es stabile Elemente mit einer Atomzahl gibt, die höher ist als bei den anderen uns bekannten Elementen unseres Periodensystems. 88 der 92 Elemente dafür vor. Manche schwereren Elemente kommen in winzigen Spuren vor, aber größtenteils stellen wir diese schweren Elemente künstlich in Laboratorien her. Allgemein gesprochen nimmt die Stabilität dieser synthetischen Elemente in dem Maße ab, in dem ihre Atomzahl ansteigt. Aber Experimente im Labor zur Erforschung der schweren Ionen haben in Deutschland gezeigt, dass dies möglicherweise nur bis zu einem bestimmten Punkt zutrifft, da die Halbwertszeit des Elementes 109 länger ist als die des Elementes 108. Tatsache ist, dass unsere Beobachtungen und Theorien exakt sind. Und Tatsache ist, dass schwerere, stabile Elemente mit höheren Atomzahlen, die mehr Protonen, Neutronen und Elektronen als irgendein Element auf der Erde haben, existieren. Trotzdem gab es in der Geschichte bis heute keinen physikalischen Anhaltspunkt, der dies beweisen würde. Aber jetzt gibt es diesen Beweis. Das wichtigste Attribut dieser schwereren, stabilen Elemente ist, dass Schwerkraft A bei ihnen so überreichlich vorhanden ist, dass sie sich tatsächlich über den Umfang des... Diese schwereren, stabilen Elemente haben buchstäblich ihr eigenes Schwerkraftfeld A um sich herum, zusätzlich zum Schwerkraftfeld B, das alle Elemente von Natur aus haben. Kein natürlich auf der Erde vorkommendes Element hat genug Protonen und Neutronen, damit die Schwerkraftwelle der Gravitationswelle A sich über den Umfang des Atoms hinaus ausdehnen kann, um sie dann zugänglich zu machen. Obwohl die Strecke, um die sich die Schwerkraftwelle A ausdehnt, verschwindend klein ist, die Amplitude, Wellenlänge und Frequenz, genau wie jede andere Welle im Elektromagnetismus. Kann man die Schwerkraftwelle A einmal manipulierbar machen, kann man sie verstärken, genauso wie wir jede andere elektromagnetische Welle verstärken können. Um zu demonstrieren, wie eine Welle verstärkt wird, können wir diesen Oszillograph sehen. Stellt er den Ton grafisch als Welle dar. Mit hohen Verstärken sehen Sie, dass die Größe der Amplitude der Welle zunimmt, was uns zu einer stärkeren Version der gleichen identischen Welle verhilft und so den Ton lauter macht.
Auf ähnliche Weise wird die Schwerkraftwelle A verstärkt und dann auf das gewünschte Ziel eingestellt, um die Raumzeitverzerrung zu verursachen, die für Reisen im Weltall notwendig ist. Diese verstärkte Schwerkraftwelle A ist so stark, dass die einzige natürliche Erscheinungsform von Schwerkraft, die die Raumzeit dazu bringen würde, sich so stark zu krümmen, ein schwarzes Loch wäre. Das bringt uns zu unserer ursprünglichen Frage zurück. Wie erzeugt man ein Schwerkraftfeld? Man braucht Zugang zu einem Element, das schwer genug ist, um die Schwerkraftwelle A über den Umfang eines Atoms hinaus auszudehnen. Dann kann man sie zur Raumzeitverzerrung benutzen und verstärken. Um unsere drei wissenschaftlichen Lektionen zu vervollständigen, nun die Lektion von Reisen. Auch wer nur begrenztes Wissen über Kraftquellen besitzt, kann sich wahrscheinlich den riesigen Kraftaufwand vorstellen, der nötig ist, um die Raumzeitverzerrung hervorzurufen, die man für diese Reisen braucht. Immerhin verstärken wir eine Welle, die kaum über den Atomumfang hinausgeht, bis sie groß genug ist, riesige Mengen von Raumzeit zu verschieben. Für die unter Ihnen, die auf ein größeres Wissen über Kraftquellen zurückgreifen können, ist es sicherlich noch verwirrender, wie es möglich sein soll, eine kompakte, leichtgewichtige Kraftquelle, die so viel Kraft erzeugen kann, an Bord zu haben. Damit dies jeder versteht, muss ich jetzt einige Dinge erklären, die wir kurz bei der letzten Frage angeschnitten hatten. Erinnern Sie sich, dass wir meistens die schwereren Elemente im Teilchenbeschleuniger erzeugen oder synthetisieren und dass ihre Stabilität in dem Maße abnimmt, in dem ihre Atomzahl zunimmt? Also, was bedeutet das alles? Nun, wir synthetisieren diese schwereren, instabileren Elemente, indem wir stabilere Elemente als Ziele in einem Teilchenbeschleuniger benutzen. Wir bombardieren dann das Zielelement mit verschiedenen atomaren und subatomaren Partikeln. An diesem Punkt kommt es zur Umwandlung, die das Zielelement zu einem anderen, schwereren Element macht. Dies ist eine Höchstzahl, da die Atomzahl nur die Anzahl der Protonen im Atomkern anzeigt. Das also meine ich. Was bedeutet, ihre Stabilität nimmt ab? Die Dauer, die ein Element existiert, bevor es zerfällt, bestimmt seine Stabilität. Atome mancher Elemente zerfallen schneller als die Atome anderer Elemente, also gilt ein Element umso instabiler, je schneller es zerfällt. Wenn ein Atom zerfällt, werden von ihm subatomare Teilchen und Energie freigesetzt oder ausgestrahlt, was der Strahlung entspricht, die ein Geigerzähler feststellt. Wie Sie sehen, bestimmt dieser Geigerzähler die Strahlung des Urans, was tatsächlich bedeutet, dass der Geigerzähler die subatomaren Teilchen aufspürt, die freigesetzt oder ausgestrahlt werden, während das Uran zerfällt. Diese Elemente, bei denen nukleare Strahlung ständig vorhanden ist, sind die radioaktiven Elemente. Diese schweren Elemente, die wir in Teilchenbeschleunigern synthetisieren, gehören radioaktiven und sie zerfallen sehr schnell. Da wir nur in der Lage sind, wenige Atome dieser Elemente zu erzeugen und war schnell, ist es möglich, sehr viel über sie herauszufinden. Ich sage, ihre Stabilität nimmt ab. Trotzdem, es gibt Elemente mit höheren Atomzahlen, die stabil sind, obwohl sie nicht natürlich auf der Erde vorkommen und wir sie nicht im Teilchenbeschleuniger synthetisieren können. Dies sind die Elemente im Bereich 114 bis 115, die in keinem Periodensystem auftauchen. Jenseits des Elementes 115 werden sie wieder instabil und tatsächlich zerfällt Element 116 in Sekundenbruchteilen. Das bringt uns endlich zur Kraftquelle. Die Kraftquelle wird 115 als Treibstoff benutzt. In diesem Reaktor wird Element 115 als Ziel benutzt und in einem kleinen Teilchenbeschleuniger wird es mit Protonen bombardiert. Wenn ein Proton in den Kern eines Atoms 115 eindringt, erhöht es seine Atomzahl und es entsteht ein Atom des Elements 116, das, wir erinnern uns, sofort zerfällt. Was Element 116 freisetzt, während es zerfällt, oder was es ausstrahlt, ist Antimaterie. Was ist Antimaterie? Antimaterie ist das exakte Gegenstück zu Materie, deren Ladung und Drehrichtung genau entgegengesetzt zu aller Materie ist. Wenn sie mit irgendeiner Materie in unserem Universum zusammengebracht wird, reagiert Antimaterie und wandelt sich vollständig in Energie um. Wir erinnern uns, die schnelle Umwandlung von Materie in Energie ist das, was wir üblicherweise eine Explosion nennen. Um die explosive Kraft von Antimaterie zu demonstrieren, wollen wir eine beliebige Region auswählen, in der eine Atombombe explodieren könnte. Nehmen wir mal den Irak. Und zu Demonstrationszwecken sagen wir, eine Atombombe würde zum Beispiel in Bagdad explodieren.
Wenn eine unserer älteren Atombomben in Bagdad explodieren würde, hätte der Bereich totaler Verwüstung, der durch den roten Punkt auf dieser Karte gekennzeichnet ist, ungefähr einen Durchmesser von 3 Kilometern. Dies geschieht durch eine Spaltungsreaktion, in der weniger als 1% des atomaren Materials in Energie umgewandelt wird. Die meisten von Ihnen sind mit den Bomben vertraut, die im Zweiten Weltkrieg auf Japan abgeworfen wurden. Das ist so eine Bombe, wie sie am 9. August 1945 über Nagasaki abgeworfen wurde. Zur gleichen Zeit berechnete Dr. Edward Teller, der als Bombe geworden ist, dass eine nukleare Fusionsbombe möglich ist. Die Kernverschmelzung würde noch mehr Energie freisetzen und eine noch größere Explosion mit der gleichen Menge an nuklearem Material bewirken. Wir warfen die Wasserstoffbombe nicht ab und Dr. Teller ist seitdem schlecht gelaunt. Aber falls eine Wasserstoffbombe mit der gleichen Menge atomaren Materials wie die Nagasaki-Bombe über Bagdad explodieren würde, wäre die Region totaler Verwüstung ungefähr 32 Kilometer groß. Das bewirkt eine Kernverschmelzungsreaktion, in der 1% des nuklearen Materials in Energie umgewandelt wird oder explodiert. Die anderen 99% des nuklearen Materials bei diesem Bombentyp werden zerstreut, sind aber nicht in die tatsächliche Kernreaktion verwickelt. Wenn nun eine Bombe mit der gleichen Menge nuklearen Materials wie die Nagasaki-Bombe hergestellt würde, aber das Material wäre Antimaterie, wenn solch eine Bombe in Bagdad explodieren würde, dann würden große Teile Afrikas, Europas und Asiens total verwüstet werden. Das exakte Ausmaß der Verwüstungen ist hierbei allerdings sehr schwer zu kalkulieren. All das würde durch eine völlige Vernichtungsreaktion bewirkt werden, wobei die Materie vollständig in Energie umgewandelt wird. 100% des nuklearen Materials dieser Bombe würden explodieren oder in Energie umgewandelt werden. Wir haben zurzeit keinen machbaren Weg, Antimaterie in einer Bombe nutzbar zu machen, und wir können, ganz allgemein gesprochen, Antimaterie nur in einem Teilchenbeschleuniger isolieren und nur für kurze Zeit erhalten. Das veranschaulicht die riesige Kraft, die freigesetzt wird, wenn Materie und Antimaterie zusammengebracht werden. Also zurück zu unserer Kraftquelle. Im Reaktor wird Element 115 mit einem Proton bombardiert, das in den Kern des Atoms 115 eindringt und es so zu Element 116 macht, das sofort zerfällt und kleine Mengen von Antimaterie freisetzt oder ausstrahlt. Diese Antimaterie wird in ein Vakuum, das sich in einer Röhre befindet, umgeleitet. Somit kann die Antimaterie nicht mit der Materie, die sich rundherum befindet, reagieren. Sie wird auf das Ziel, das heißt auf die gasförmige Materie, die sich am anderen Ende der Röhre befindet, ausgerichtet. Materie und Antimaterie stoßen so aufeinander und werden zerstört, wobei beide vollkommen in Energie umgewandelt werden. Die Hitze aus dieser Reaktion wird in einem nahezu 100%ig effizient arbeitenden thermoelektrischen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Dies ist eine Methode, die Hitze direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Viele unserer Satelliten und Raumsonden benutzen thermoelektrische Generatoren, aber ihre Ergiebigkeit ist sehr, sehr niedrig. Alle diese Aktionen und Reaktionen innerhalb des Reaktors sind perfekt aufeinander abgestimmt, wie ein winziges Ballett. Auf diese Art und Weise erzeugt der Reaktor eine enorme Kraft. Also zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Was ist die Kraftquelle, die für diese Reisen benötigt wird? Die Kraftquelle ist ein Reaktor, der das Element 115 als Treibstoff nutzt und eine totale Zerstörungsreaktion benutzt, um die Hitze zu erzeugen, die wiederum in Energie umgewandelt wird, was ihn zu einer kompakten, leichtgewichtigen, an Bord verfügbaren Kraftquelle macht. Ich habe noch ein paar kurze Erläuterungen zu Element 115 für diejenigen von Ihnen, die es interessiert. So wie es im Reaktor benutzt wird, erschöpft es sich sehr langsam und nur 223 Gramm des Elements 115 reichen für 20 bis 30 Jahre. Der Schmelzpunkt des Elements 115 liegt bei 1740 Grad Celsius. Ich muss hier anmerken, dass ich, obwohl ich eigene Erfahrungen mit Element 115 gemacht habe, ich nichts davon einschmolz und nichts davon tatsächlich 20 bis 30 Jahre nutzte, um zu sehen, wann genau es sich erschöpft. Wir haben also gelernt, wie die Raumzeit durch ein Schwerkraftfeld verzerrt wird. Wir haben gelernt, wie ein Schwerkraftfeld erzeugt wird. Und wir haben ebenfalls gelernt, wie man die Kraft erzeugt, die nötig ist, das alles durchzuführen. Jetzt ist es an der Zeit, alles, was wir in unseren Wissenschaftslektionen gelernt haben, zu verbinden. Und zwar, indem wir uns nun das Fahrzeug anschauen, das all diese Technologie benutzt. Vor ein paar Jahren hatte ich nie gedacht, dass ich so etwas jemals laut sagen würde. Aber das Fahrzeug ist eine diskusförmige Flugscheibe, die normalerweise als fliegende Untertasse bezeichnet wird.
Zumindest in Teilen habe ich 9 verschiedene Flugscheiben draußen in der Region S4 gesehen, aber die, die ich hier beschreiben werde, ist diejenige, von der ich nicht nur 2 der 3 im Inneren der Ebene stehen sah, sondern die ich auch voll funktionsfähig im Flug sah. Nein, leider kam ich nicht dazu, einmal mitfliegen zu können. Diese spezielle Flugscheibe schien in einem exzellenten Zustand zu sein und wegen ihrer aalglatten Erscheinung gab ich ihr den Spitznamen Sportmodell. Das Sportmodell war ungefähr 5 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von ca. 13 Metern. Die äußere Haut der Scheibe war aus Metall und hat die Farbe unpolierten, rostfreien Stahls. Das Sportmodell ruht auf seinem Bauch, wenn es nicht betrieben wird. Wie man sieht, befindet sich die Öffnung an der oberen Hälfte der Scheibe und nur der untere Teil der Tür wölbt sich über den äußersten Rand der Scheibe hinaus. Der Innenraum der Scheibe ist in 3 Ebenen aufgeteilt. Die untere Ebene ist diejenige, in der sich die Schwerkraftverstärker und deren Lenkung befinden. Das sind die Dinge, die dazu benutzt werden, die Schwerkraftwelle A zu verstärken und auszurichten, wie wir es in unseren wissenschaftlichen Lektionen gelernt haben. Der Reaktor ist direkt über den 3 Schwerkraftverstärkern auf der zentralen Ebene platziert und sitzt im Zentrum zwischen ihnen. Der Reaktor ist diesem maßstabsgetreuen Modell ähnlich. Das Element 115 wird in solche Dreiecke gepackt und dann in den Reaktor eingebracht. Dieses Stück des Elements 115 ist sowohl die Quelle der Schwerkraftwelle A als auch das Ziel, das mit Protonen bombardiert wird, um Antimaterie freizusetzen, was wir beides vorhin in unseren wissenschaftlichen Lektionen behandelt haben. In der zentralen Ebene befinden sich außerdem Kontrolltische und Sitze, die beide zu klein und zu niedrig für ein erwachsenes menschliches Wesen sind. Die Wände der zentralen Ebene sind alle in gewölbte Nischen aufgeteilt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Starts der Flugscheibe wurde eine dieser Bögen durchsichtig und man konnte den Bereich außerhalb sehen, so als ob der Bogen plötzlich zu einem Fenster würde. Nachdem die Fläche für eine Weile durchsichtig war, erschien dann eine Art Schrift auf ihr, die jedoch keinem Alphabet, das ich kenne, glich und auch keinen bekannten mathematischen oder wissenschaftlichen Symbolen. Mir wurde nie gesagt, wie das alles funktioniert, nicht, dass etwa außerirdische Technologie dahinter stehen würde. Mir wurde nie Zugang zur oberen Ebene der Scheibe gewährt, sodass ich Ihnen keine Erkenntnisse darüber vermitteln kann, wozu diese lukenartigen Bereiche dienen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es keine Luken sind. Bevor ich Sie weiter über die Scheibe informiere, erkläre ich, wo und unter welchen Umständen ich die Tests sah. Mein Job in diesem Programm war es, Mitglied eines Back-Engineering-Teams zu sein. Back-Engineering heißt, man nimmt sich ein fertiges Gerät und untersucht es genau, um herauszufinden, wie es funktioniert. Das Ziel dieses Programms war, herauszufinden, ob diese Flugscheibe auch mit irdischer Technologie nachgebaut werden könnte. Wenn ich zur Arbeit ging, wurde ich vom McCarran-Flughafen in Las Vegas zur Area 51 geflogen. Eine schwer abgesicherte Regierungsbasis auf dem Nevada-Testgelände. Die Area 51 liegt 225 Kilometer nördlich von Las Vegas, in der Nähe der Groom Mountains, auf dem ausgetrockneten Bett des Groom Lake. Von der Area 51 wurde ich per Bus zu einer noch stärker gesicherten Einrichtung gebracht, die sich ca. 24 Kilometer südlich davon befindet und S4 genannt wird. S4 befindet sich am Fuße der Pappoose Mountains, am ausgetrockneten Bett des Lake Pappoose. Der Luftraum rund um S4 darf nicht überflogen werden, und wenn sich irgendein unwillkommenes Luftfahrzeug in den äußeren Sektor verirrt, funken Sie den Piloten an und befehlen ihm, den Bereich sofort zu verlassen. Wenn dieser Pilot dennoch weiterfliegt und in den mittleren Sektor gerät, steigen Jets auf und begleiten das eingedrungene Flugzeug hinaus. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, das Flugzeug weiter in den inneren Sektor eindringt, bevor die Jets in der Luft sind, neutralisieren Bodenluftraketen den Eindringling. Die Moral von der Geschichte ist, versuchen Sie nicht, S4 zu finden und dorthin zu gelangen. Die S4-Anlage ist in den Berg hineingebaut und die 9 Hangartore sind zu ungefähr 60 Grad abgewinkelt. Die Tore sind mit Abdeckungen überzogen, die eine Sandtextur aufweisen, damit sie sich dem Berg und dem Wüstenboden anpassen. Wie Sie sehen können, hatte mein Ausweis einen weißen Hintergrund mit einem hellblauen und einem dunkelblauen Diagonalstreifen in der oberen linken Ecke. Am unteren Rand waren Buchstaben und Zahlen, die verschiedene Bezirke einschließlich S4 bezeichneten. Auf meinem Ausweis war ein Stern durch S4 gestanzt. Die Rückseite des Ausweises war dunkelblau mit einem vertikalen Magnetstreifen, der auf einer Seite nach unten verlief. Der Hangar, in dem sich das Sportmodell befand, war ein typischer Flugzeughangar, mit Ausnahme der abgewinkelten Tore, die ich vorhin erwähnte.
Der Hangar war mit allen notwendigen Werkzeugen und sehr umfassender elektronischer Ausrüstung ausgestattet. Es gab da außerdem eine Maschine mit einem Röntgensymbol darauf und einen hohen Kran, der auf 9 Tonnen ausgelegt war. Die Ausrüstung auf diesem Hangar war mit der schwarzen Zahl 41 markiert, um die ein weißer Kreis gezogen war. Die Tests mit dem Sportmodell sah ich außerhalb dieses Hangars. Nun, wenn eine Flugscheibe in der Nähe einer anderen Schwerkraftquelle fliegt, wie beispielsweise in der eines Planeten oder Mondes, benutzt sie nicht die gleiche Art des Fliegens, wie wir sie in unseren wissenschaftlichen Lektionen gelernt haben. Wenn sich die Scheibe in der Nähe einer anderen Schwerkraftquelle wie der Erde befindet, werden die Schwerkraftwellen A, die sich von der Scheibe her ausbreiten, schrittweise in die Schwerkraftwellen B hineingeschoben, die sich von der Erde her ausbreiten. Und das erzeugt Auftrieb. Die Schwerkraftverstärker der Scheibe können unabhängig voneinander ausgerichtet werden. Sie reagieren auf Impulse und arbeiten nicht ununterbrochen. Wenn alle drei Verstärker zum Flug benutzt werden, befinden sie sich in der Delta-Konfiguration. Und wenn nur einer für den Flug benutzt wird, ist es die Omikron-Konfiguration. In dem Maße, wie das Schwerkraftfeld rund um die Scheibe an Intensität zunimmt, nimmt auch die Raumzeitverschiebung um die Scheibe herum zu. Und wenn man die Raumzeitkrümmung sehen könnte, würde sie so aussehen. Wenn die Verstärker den Output des Schwerkraftfeldes intensivieren, biegt sich die Form der Raumzeit rund um die Scheibe nicht nur aufwärts, sondern faltet sich bei maximaler Verzerrung tatsächlich zu so etwas wie einer Herzform zusammen. Erinnern Sie sich, diese Raumzeitverzerrung findet rund um die Scheibe statt. Wenn man also von oben auf die Scheibe schauen würde, hätte die Raumzeitverzerrung die Form eines Donuts. Wenn das Schwerkraftfeld rund um die Scheibe so intensiv wird, dass die Raumzeitverzerrung um die Scheibe ihr Maximum erreicht und zu dieser herzähnlichen Form zusammengefaltet ist, kann die Scheibe von keinem noch so günstigen Punkt aus gesehen werden und ist trotz aller Anstrengungen unsichtbar. Alles, was zu sehen wäre, wäre der Himmel, der sie umgibt. Das Programm draußen in S4 bestand aus 3 Projekten: Projekt Galileo, Projekt Sidekick und Projekt Looking Glass. Projekt Galileo beschäftigte sich mit dem Antrieb durch Schwerkraft und war die Quelle all der Informationen, die ich Ihnen in diesem ersten Teil vermittelt habe. Projekt Sidekick beschäftigte sich mit einer Strahlenwaffe, deren Antriebsquelle Neutronen sind und die mit Schwerkraftlinsen ausgerichtet wird. Projekt Looking Glass beschäftigte sich mit einer Methode, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu sehen. Persönlich kam ich nicht mit den Projekten Sidekick und Looking Glass in Berührung, und diese Projekte würden auch den Rahmen dieses Videos sprengen. Das bringt uns nun zum Ende des ersten Teils, dessen Informationen auf Tatsachenwissen basieren. An dieser Stelle beginnen wir mit dem zweiten Teil, dem Abschnitt, den ich Auszüge aus der Regierungsbibel nenne. Ich nenne ihn deshalb so, weil es, wie Sie aus dem Anfang dieses Videos schon wissen, einen kleinen Teil der US-Regierung gibt, der wissenschaftliche und technologische Entscheidungen auf Basis von Informationen und Erkenntnissen fällt, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Wenn die folgenden Informationen wahr sind, gibt es Entscheidungen der US-Regierung, die historische, philosophische und theologische Ebenen betreffen und von denen die Öffentlichkeit nichts erfährt. Damit ich mir erste einführende Informationen über das geheime Programm auf S4 anlesen konnte, wurde ich wiederholt in einen kleinen Raum gebracht, in dem sich ein Tisch, ein Stuhl und etwa 120 Instruktionen in blauen Aktenordnern befanden. Ich wurde dort verschieden lang alleine gelassen, um zu lesen, durchschnittlich eine halbe Stunde lang. Diese Instruktionen enthielten Informationen aus verschiedenen Bereichen. Die meisten davon bezogen sich auf außerirdische und außerirdische Technologie. Diese Berichte schienen einen Überblick über außerirdische Informationen darzustellen, die zum Ziel hatten, Wissenschaftler aller Gebiete über den gesamten Umfang des Projektes zu informieren, nicht nur über ihr spezielles Gebiet und ihre speziellen Aufgaben. Der Überblick über das Projekt Galileo war sehr exakt. Ich las ihn und wurde später Zeuge von Dingen, die bewiesen, dass er korrekt war. Also ist es auch möglich, dass andere Wissenschaftler, die mit anderen Projekten betraut waren, Beweise dafür zu Gesicht bekamen. Das weiß ich jedoch nicht. Für mich handelte es sich bei diesen Berichten einfach nur um Worte auf Papier. Also, um nicht bei jedem Satz angeblich und wie man annimmt zu sagen, gebe ich diese Informationen so an Sie weiter, wie ich sie erfahren habe. Die Technologie, über die Sie bis jetzt Bescheid wissen, wurde von einigen außerirdischen Wesen vom Sternensystem Zeta Reticuli 1 und 2 hierher gebracht. Diese Sterne befinden sich im Sternbild Reticulum, welches nur von der südlichen Hemisphäre aus gesehen werden kann. Zeta Reticuli ist ein binäres Sternensystem, was bedeutet, dass es 2 Sterne besitzt und befindet sich ungefähr 30 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Diese Wesen kommen von Reticulum 4, dem vierten Planeten von Zeta Reticuli 2. Es wird in diesen Berichten von Sternensystemen gesprochen. Sie bezeichnen einfach die Sonne und die Anzahl der Planeten von dem der Sonne am nächsten liegenden aus bis zum am weitesten entfernten. Zum Beispiel wurde unsere Sonne als Sol bezeichnet und von der Erde spricht man als Sol 3, weil wir der dritte Planet von der Sonne aus sind. Ein Tag auf Reticulum 4 ist 90 Erdenstunden lang. Die Wesen sind 90 cm bis 1,20 m groß und wiegen 11 bis 22 Kilogramm. Sie haben grauschimmernde Haut und große Köpfe mit mandelförmigen großen Augen. Sie haben sehr dünne, schlanke Nasen, Münder und Ohren und sie sind unbehaart. Alle Daten in den Berichten, die sich mit diesen Wesen befassten, waren mit einer sechsstelligen Zahl gekennzeichnet, die mit den Zahlen 1623 anfing. Da ich keine Ahnung hatte, in welchem Bezug diese sechsstellige Zahl zur jetzigen Zeit steht, hatte ich keine Möglichkeit herauszubekommen, wann diese Wesen ankamen oder zumindest, wann sie wieder auftauchten. Diese Wesen sagten, dass sie die Erde über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder besucht hätten und präsentierten fotografisches Beweismaterial, welches sie als über 10.000 Jahre alt bezeichneten. Bis 1979 gab es einen Austausch an Material und Information in Zentralnevada, als es zu einem Konflikt kam, der das Projekt abrupt stoppte. Die Wesen verließen die Erde, sollen aber zu einem Zeitpunkt, der mit 1623 gekennzeichnet ist, zurückkehren, aber ich weiß nicht, welches Datum das ist. Mit der hier verbliebenen außerirdischen Technologie und den vorhandenen Informationen startete die US-Regierung ein Back-Engineering-Programm. Im Mai 1987 brachten einige Wissenschaftler einen Antimaterie-Reaktor zu einer unterirdischen Testeinrichtung auf dem Nevada-Testgelände, um ein Experiment durchzuführen. Unglücklicherweise für sie wurde es während des Experiments notwendig, den Reaktor aufzuschneiden, was für sie den Tod bedeutete. Den anderen auf dem Testgelände wurde erzählt, die Explosion sei ein unangekündigter unterirdischer Nukleartest gewesen. Ich wurde im Dezember 1988 angeheuert, um einen dieser Männer zu ersetzen. Diese Wesen übermittelten Informationen darüber, wie man auf den menschlichen Verstand Einfluss ausüben kann, um den Körper zu betäuben. Dies wird ohne jeden physischen Kontakt von einer äußeren Quelle aus bewerkstelligt. Damit die Betäubung vollkommen ist, muss das Gehirn in einem entspannten Zustand sein, ähnlich dem, den man für eine Hypnose braucht. Wenn der Verstand irgendeiner äußeren Stimulation ausgesetzt ist, wie durch Drogen oder durch laute Musik, dann ist die Manipulation des Nervensystems ineffektiv. Die Wesen sagten, der Mensch sei das Produkt einer von außen gesteuerten Evolution. Sie sagten, dass die Menschheit als Rasse 65 Mal genetisch verändert wurde. Sie bezeichneten Menschen als Behälter, jedoch weiß ich nicht, wofür wir Behälter sein sollen. Ich bin mir sicher, Sie verstehen jetzt, warum es für mich unmöglich ist, diese Informationen im zweiten Teil zu belegen. Und es ist offensichtlich, dass, wenn die Information stimmt, die Verwicklungen und Auswirkungen weitreichend sind. Man muss kein Nuklearphysiker sein, um sich das klarzumachen. Ich sollte, bevor ich das hier zu Ende bringe, ein paar Fragen beantworten, die Sie mir jetzt sicher gerne stellen möchten. Das erste ist, wie kam ich zu diesem Programm? Während ich 1982 im Los Alamos National Lab arbeitete, brachte die örtliche Zeitung eine Titelgeschichte über den Jetcar, den ich gebaut hatte. Zufällig hielt Dr. Teller am gleichen Tag einen Vortrag in Los Alamos. Wir haben uns getroffen und über den Jetcar geredet. Danach besuchte ich seinen Vortrag. Ich traf Dr. Teller nie wieder, aber 1988, als ich beschloss, wieder in die Gemeinschaft der Wissenschaftler einzutreten, schickte ich ihm einen Lebenslauf und erkundigte mich nach einem Job. Dr. Teller antwortete mir telefonisch und sagte, dass er nicht mehr aktiv sei und nur noch eine Beraterfunktion innehabe. Er gab mir den Namen eines Verbindungsmannes, den ich in Las Vegas anrufen könne. Ich führte das Telefonat und von da an entwickelten sich die Dinge, bis ich zu dem Programm kam. Ich hatte nie eine Gelegenheit, Dr. Teller zu fragen, ob er sich an mich aus Los Alamos erinnerte, also weiß ich nicht, ob das dabei ein Faktor war oder nicht. Wenn man nuklearen Treibstoff benutzt, soweit das möglich ist, und nuklearer Treibstoff ist im Bereich des Möglichen, aber ganz gleich, ob diese Geschwindigkeiten möglich sind oder nicht, sie spielen eine wichtige Rolle, wenn man zu einem anderen Planeten gelangen will. Es handelt sich dabei um eine wichtige Frage. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Dazu mehr zu sagen, fehlt mir die Zeit. Und was speziell den Treibstoff betrifft, denke ich, dass es sich dabei um eine Spaltungsreaktion handeln müsste. Aber wahrscheinlicher ist eine Verschmelzungsreaktion. Existieren Ihres Wissens nach daneben noch andere Nuklearreaktionen?
Nein. Sehen Sie, Sie versuchen Dinge zu erforschen, über die ich Ihnen bereits alles Wissenswerte gesagt habe. Das ist reine Zeitverschwendung. Sehen Sie, meiner Meinung nach ist das nicht von Interesse. Ich habe nicht die Absicht, das zu beantworten. Wenn Sie mir diese Frage vor einer Kamera stellen, würde ich sofort verstummen. Ich würde schweigen. Sie würden dazu von mir keine Antwort bekommen. Und wenn ich Sie vor der Kamera fragte, ob Sie Bob Lazar kennen, würden Sie dann einfach Nein sagen? Ich würde schweigen. Die zweite Frage ist, wenn all das, was ich Ihnen gerade präsentiert habe, wahr ist und die Regierung es geheim hält, wie kann ich ein Video machen, das davon handelt? Nun, das Grundprinzip ist dies. Hat die Fertigstellung dieses Videos nun irgendwelche unangenehmen Folgen für mich, so würde das bestätigen, dass es wahr ist, was ich sage. Was Sie jetzt mit diesen Informationen anfangen, das ist Ihre Sache. Denken Sie daran, nicht jeder, der eine Scheibe am Himmel sieht, ist verrückt. Also behalten Sie den Himmel im Auge, besonders hier in Zentralnevada. Und danke fürs Zuhören. Der das Projekt abrupt stoppte. Die Wesen verließen die Erde, sollen aber zu einem Zeitpunkt, der mit 1623 gekennzeichnet ist, zurückkehren, aber ich weiß nicht, welches Datum das ist. Mit der hier verbliebenen außerirdischen Technologie und den vorhandenen Informationen startete die US-Regierung ein Back-Engineering-Programm. Im Mai 1987 brachten einige Wissenschaftler einen Antimaterie-Reaktor zu einer unterirdischen Testeinrichtung auf dem Nevada-Testgelände, um ein Experiment durchzuführen. Unglücklicherweise für sie wurde es während des Experiments notwendig, den Reaktor aufzuschneiden, was für sie den Tod bedeutete. Den anderen auf dem Testgelände wurde erzählt, die Explosion sei ein unangekündigter unterirdischer Nukleartest gewesen. Ich wurde im Dezember 1988 angeheuert, um einen dieser Männer zu ersetzen. Diese Wesen übermittelten Informationen darüber, wie man auf den menschlichen Verstand Einfluss ausüben kann, um den Körper zu betäuben. Dies wird ohne jeden physischen Kontakt von einer äußeren Quelle aus bewerkstelligt. Damit die Betäubung vollkommen ist, muss das Gehirn in einem entspannten Zustand sein, ähnlich dem, den man für eine Hypnose braucht. Wenn der Verstand irgendeiner äußeren Stimulation ausgesetzt ist, wie durch Drogen oder durch laute Musik, dann ist die Manipulation des Nervensystems ineffektiv. Die Wesen sagten, der Mensch sei das Produkt einer von außen gesteuerten Evolution. Sie sagten, dass die Menschheit als Rasse 65 Mal genetisch verändert wurde. Sie bezeichneten Menschen als Behälter, jedoch weiß ich nicht, wofür wir Behälter sein sollen. Ich bin mir sicher, Sie verstehen jetzt, warum es für mich unmöglich ist, diese Informationen im zweiten Teil zu belegen. Und es ist offensichtlich, dass, wenn die Information stimmt, die Verwicklungen und Auswirkungen weitreichend sind. Man muss kein Nuklearphysiker sein, um sich das klarzumachen. Ich sollte, bevor ich das hier zu Ende bringe, ein paar Fragen beantworten, die Sie mir jetzt sicher gerne stellen möchten. Das erste ist, wie kam ich zu diesem Programm? Während ich 1982 im Los Alamos National Lab arbeitete, brachte die örtliche Zeitung eine Titelgeschichte über den Jetcar, den ich gebaut hatte. Zufällig hielt Dr. Teller am gleichen Tag einen Vortrag in Los Alamos. Wir haben uns getroffen und über den Jetcar geredet. Danach besuchte ich seinen Vortrag. Ich traf Dr. Teller nie wieder, aber 1988, als ich beschloss, wieder in die Gemeinschaft der Wissenschaftler einzutreten, schickte ich ihm einen Lebenslauf und erkundigte mich nach einem Job. Dr. Teller antwortete mir telefonisch und sagte, dass er nicht mehr aktiv sei und nur noch eine Beraterfunktion innehabe. Er gab mir den Namen eines Verbindungsmannes, den ich in Las Vegas anrufen könne. Ich führte das Telefonat und von da an entwickelten sich die Dinge, bis ich zu dem Programm kam. Ich hatte nie eine Gelegenheit, Dr. Teller zu fragen, ob er sich an mich aus Los Alamos erinnerte, also weiß ich nicht, ob das dabei ein Faktor war oder nicht. Das sofort zerfällt und kleine Mengen von Antimaterie freisetzt oder ausstrahlt.
Diese Antimaterie wird in ein Vakuum, das sich in einer Röhre befindet, umgeleitet. Somit kann die Antimaterie nicht mit der Materie, die sich rundherum befindet, reagieren. Sie wird auf das Ziel, das heißt auf die gasförmige Materie, die sich am anderen Ende der Röhre befindet, ausgerichtet. Materie und Antimaterie stoßen so aufeinander und werden zerstört, wobei beide vollkommen in Energie umgewandelt werden. Die Hitze aus dieser Reaktion wird in einem nahezu 100%ig effizient arbeitenden thermoelektrischen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Dies ist eine Methode, die Hitze direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Viele unserer Satelliten und Raumsonden benutzen thermoelektrische Generatoren, aber ihre Ergiebigkeit ist sehr, sehr niedrig. Alle diese Aktionen und Reaktionen innerhalb des Reaktors sind perfekt aufeinander abgestimmt, wie ein winziges Ballett. Auf diese Art und Weise erzeugt der Reaktor eine enorme Kraft. Also zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Was ist die Kraftquelle, die für diese Reisen benötigt wird? Die Kraftquelle ist ein Reaktor, der das Element 115 als Treibstoff nutzt und eine totale Zerstörungsreaktion benutzt, um die Hitze zu erzeugen, die wiederum in Energie umgewandelt wird, was ihn zu einer kompakten, leichtgewichtigen, an Bord verfügbaren Kraftquelle macht. Ich habe noch ein paar kurze Erläuterungen zu Element 115 für diejenigen von Ihnen, die es interessiert. So wie es im Reaktor benutzt wird, erschöpft es sich sehr langsam und nur 223 Gramm des Elements 115 reichen für 20 bis 30 Jahre. Der Schmelzpunkt des Elements 115 liegt bei 1740 Grad Celsius. Ich muss hier anmerken, dass ich, obwohl ich eigene Erfahrungen mit Element 115 gemacht habe, ich nichts davon einschmolz und nichts davon tatsächlich 20 bis 30 Jahre nutzte, um zu sehen, wann genau es sich erschöpft. Wir haben also gelernt, wie die Raumzeit durch ein Schwerkraftfeld verzerrt wird. Wir haben gelernt, wie ein Schwerkraftfeld erzeugt wird. Und wir haben ebenfalls gelernt, wie man die Kraft erzeugt, die nötig ist, das alles durchzuführen. Jetzt ist es an der Zeit, alles, was wir in unseren Wissenschaftslektionen gelernt haben, zu verbinden. Und zwar, indem wir uns nun das Fahrzeug anschauen, das all diese Technologie benutzt. Vor ein paar Jahren hatte ich nie gedacht, dass ich so etwas jemals laut sagen würde. Aber das Fahrzeug ist eine diskusförmige Flugscheibe, die normalerweise als fliegende Untertasse bezeichnet wird. Zumindest in Teilen habe ich 9 verschiedene Flugscheiben draußen in der Region S4 gesehen, aber die, die ich hier beschreiben werde, ist diejenige, von der ich nicht nur 2 der 3 im Inneren der Ebene stehen sah, sondern die ich auch voll funktionsfähig im Flug sah. Nein, leider kam ich nicht dazu, einmal mitfliegen zu können. Diese spezielle Flugscheibe schien in einem exzellenten Zustand zu sein und wegen ihrer aalglatten Erscheinung gab ich ihr den Spitznamen Sportmodell. Das Sportmodell war ungefähr 5 Meter hoch, in elektrische Energie umzuwandeln. Viele unserer Satelliten und Raumsonden benutzen thermoelektrische Generatoren, aber ihre Ergiebigkeit ist sehr, sehr niedrig. Alle diese Aktionen und Reaktionen innerhalb des Reaktors sind perfekt aufeinander abgestimmt, wie ein winziges Ballett. Auf diese Art und Weise erzeugt der Reaktor eine enorme Kraft. Also zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Was ist die Kraftquelle, die für diese Reisen benötigt wird? Die Kraftquelle ist ein Reaktor, der das Element 115 als Treibstoff nutzt und eine totale Zerstörungsreaktion benutzt, um die Hitze zu erzeugen, die wiederum in Energie umgewandelt wird, was ihn zu einer kompakten, leichtgewichtigen, an Bord verfügbaren Kraftquelle macht. Ich habe noch ein paar kurze Erläuterungen zu Element 115 für diejenigen von Ihnen, die es interessiert. So wie es im Reaktor benutzt wird, erschöpft es sich sehr langsam und nur 223 Gramm des Elements 115 reichen für 20 bis 30 Jahre. Der Schmelzpunkt des Elements 115 liegt bei 1740 Grad Celsius. Ich muss hier anmerken, dass ich, obwohl ich eigene Erfahrungen mit Element 115 gemacht habe, ich nichts davon einschmolz und nichts davon tatsächlich 20 bis 30 Jahre nutzte, um zu sehen, wann genau es sich erschöpft. Wir haben also gelernt, wie die Raumzeit durch ein Schwerkraftfeld verzerrt wird. Wir haben gelernt, wie ein Schwerkraftfeld erzeugt wird. Und wir haben ebenfalls gelernt, wie man die Kraft erzeugt, die nötig ist, das alles durchzuführen. Jetzt ist es an der Zeit, alles, was wir in unseren Wissenschaftslektionen gelernt haben, zu verbinden. Und zwar, indem wir uns nun das Fahrzeug anschauen, das all diese Technologie benutzt. Vor ein paar Jahren hatte ich nie gedacht, dass ich so etwas jemals laut sagen würde. Aber das Fahrzeug ist eine diskusförmige Flugscheibe, die normalerweise als fliegende Untertasse bezeichnet wird. Zumindest in Teilen habe ich 9 verschiedene Flugscheiben draußen in der Region S4 gesehen, aber die, die ich hier beschreiben werde, ist diejenige, von der ich nicht nur 2 der 3 im Inneren der Ebene stehen sah, sondern die ich auch voll funktionsfähig im Flug sah.
Nein, leider kam ich nicht dazu, einmal mitfliegen zu können. Diese spezielle Flugscheibe schien in einem exzellenten Zustand zu sein und wegen ihrer aalglatten Erscheinung gab ich ihr den Spitznamen Sportmodell. Das Sportmodell war ungefähr 5 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von ca. 13 Metern. Die äußere Haut der Scheibe war aus Metall und hat die Farbe unpolierten, rostfreien Stahls. Das Sportmodell ruht auf seinem Bauch, wenn es nicht betrieben wird. Wie man sieht, befindet sich die Öffnung an der oberen Hälfte der Scheibe und nur der untere Teil der Tür wölbt sich über den äußersten Rand der Scheibe hinaus. Der Innenraum der Scheibe ist in drei Ebenen aufgeteilt. Die untere Ebene ist diejenige, in der sich die Schwerkraftverstärker und deren Lenkung befinden. Das sind die Dinge, die dazu benutzt werden, die Schwerkraftwelle A zu verstärken und auszurichten, wie wir es in unseren wissenschaftlichen Lektionen gelernt haben. Der Reaktor ist direkt über den drei Schwerkraftverstärkern auf der zentralen eigentlichen Frage zurück. Wie erzeugt man ein Schwerkraftfeld? Man braucht Zugang zu einem Element, das schwer genug ist, um die Schwerkraftwelle A über den Umfang eines Atoms hinaus auszudehnen. Dann kann man sie zur Raumzeitverzerrung benutzen und verstärken. Um unsere drei wissenschaftlichen Lektionen zu vervollständigen, nun die Quelle von Reisen. Auch wer nur begrenztes Wissen über Kraftquellen besitzt, kann sich wahrscheinlich den riesigen Kraftaufwand vorstellen, der nötig ist, um die Raumzeitverzerrung hervorzurufen, die man für diese Reisen braucht. Immerhin verstärken wir eine Welle, die kaum über den Atomumfang hinausgeht, bis sie groß genug ist, riesige Mengen von Raumzeit zu verschieben. Für die unter Ihnen, die auf ein größeres Wissen über Kraftquellen zurückgreifen können, ist es sicherlich noch verwirrender, wie es möglich sein soll, eine kompakte, leichtgewichtige Kraftquelle, die so viel Kraft erzeugen kann, an Bord zu haben. Damit dies jeder versteht, muss ich jetzt einige Dinge erklären, die wir kurz bei der letzten Frage angeschnitten hatten. Erinnern Sie sich, dass wir meistens die schwereren Elemente im Teilchenbeschleuniger erzeugen oder synthetisieren und dass ihre Stabilität in dem Maße abnimmt, in dem ihre Atomzahl zunimmt? Also, was bedeutet das alles? Nun, wir synthetisieren diese schwereren, instabileren Elemente, indem wir stabilere Elemente als Ziele in einem Teilchenbeschleuniger benutzen. Wir bombardieren dann das Zielelement mit verschiedenen atomaren und subatomaren Partikeln. An diesem Punkt kommt es zur Umwandlung, die das Zielelement zu einem anderen, schwereren Element macht. Diese ist eine höhere Atomzahl, da die Atomzahl nur die Anzahl der Protonen im Atomkern anzeigt. Das also meine ich. Was bedeutet, ihre Stabilität nimmt ab? Die Dauer, die ein Element existiert, bevor es zerfällt, bestimmt seine Stabilität. Atome mancher Elemente zerfallen schneller als die Atome anderer Elemente, also gilt ein Element umso instabiler, je schneller es zerfällt. Wenn ein Atom zerfällt, werden von ihm subatomare Teilchen und Energie freigesetzt oder ausgestrahlt, was der Strahlung entspricht, die ein Geigerzähler feststellt. Wie Sie sehen, bestimmt dieser Geigerzähler die Strahlung des Urans, was tatsächlich bedeutet, dass der Geigerzähler die subatomaren Teilchen aufspürt, die freigesetzt oder ausgestrahlt werden, während das Uran zerfällt. Diese Elemente, bei denen nukleare Strahlung ständig vorhanden ist, sind die radioaktiven Elemente. Diese schweren Elemente, die wir in Teilchenbeschleunigern synthetisieren, gehören radioaktiven und sie zerfallen sehr schnell. Da wir nur in der Lage sind, wenige Atome dieser Elemente zu erzeugen und was schnell ist es möglich, sehr viel über sie herauszufinden. Ich sage, ihre Stabilität nimmt ab. Trotzdem, es gibt Elemente mit höheren Atomzahlen, die stabil sind, obwohl sie nicht natürlich auf der Erde vorkommen und wir sie nicht im Teilchenbeschleuniger synthetisieren können. Dies sind die Elemente im Bereich 114 bis 115. Und es gibt zwei verschiedene Typen von Schwerkraft, Schwerkraft A und Schwerkraft B. Schwerkraft A funktioniert in einem kleineren Mikromaßstab, während Schwerkraft B in größeren Makromaßstab existiert. Mit Schwerkraft B sind wir vertraut. Sie ist die große Schwerkraft, die die Erde genauso wie den Rest der Planeten auf der Umlaufbahn um die Sonne hält und den Mond genauso wie die von Menschen geschaffenen Satelliten auf ihren Umlaufbahnen um die Erde hält. Mit Schwerkraft A sind wir nicht vertraut. Sie ist die kleine Schwerkraftwelle, die den Hauptbeitrag zu der Kraft stellt, die die Massen zusammenhält, die durch Protonen und Neutronen gebildet werden. Schwerkraft A ist diejenige, welche von der Hauptrichtung in der Physik allgemein als starke Nuklearkraft bezeichnet wird. Und Schwerkraft A ist die Welle, die man erzeugen und verstärken muss, damit Raumzeitverzerrung für interstellare Reisen erreicht werden kann.
Um es zu verdeutlichen, erinnern Sie sich, dass Schwerkraft A auf atomarer Ebene funktioniert und Schwerkraft B eine große Schwerkraftwelle ist, die in der Größenordnung von Sternen und Planeten arbeitet. Trotzdem halten Sie die Größe dieser Wellen nicht fälschlicherweise für Ihre Stärke, denn Schwerkraft A ist viel stärker als Schwerkraft B. Man kann das Schwerkraftfeld B auf der Erde kurzzeitig durchbrechen, indem man einfach in die Luft springt. Also ist dies kein besonders intensives Schwerkraftfeld. Schwerkraft A zu finden ist kein Problem, weil sie im Kern jedes Atoms, egal welcher Art, hier auf der Erde und irgendwo anders in unserem Universum zu finden ist. Jedoch ist es ein großes Problem, Schwerkraft A mit den auf der Erde vorkommenden zu machen. Zurzeit ist mir keine Möglichkeit bekannt, Schwerkraft A durch das Benutzen irgendeines irdischen Elementes zugänglich zu machen, egal ob es natürlich auftritt oder künstlich erzeugt wird. Und hier ist der Grund, warum das so ist. Wir haben bereits gelernt, dass Schwerkraft A die Hauptkraft ist, die die Massen zusammenhält, die aus Protonen und Neutronen gebildet sind. Das bedeutet, dass die Schwerkraftwelle A, die wir zu erzeugen versuchen, praktisch nicht erzeugbar ist, weil sie innerhalb der Materie angesiedelt ist oder zumindest in der Materie, die wir hier auf der Erde haben. Die Erde ist jedoch nicht repräsentativ für jegliche Materie in unserem Universum. Die Restmaterie, die nach der Entstehung eines Sonnensystems bleibt, ist völlig abhängig von den Faktoren, die während der Entstehung präsent sind. Dies stimmt, egal ob man glaubt, dass der Ursprung des Universums ein evolutionäres Ereignis war oder dass ein höchstes Wesen dieses Ereignis verursachte. Die zwei Hauptfaktoren, die vorherbestimmen, welche Restmenge nach der Entstehung eines Sonnensystems übrig bleibt, sind die Menge an elektromagnetischer Energie und die Menge an Masse, die während der Entstehung des Sonnensystems vorhanden ist. Unser Sonnensystem hat einen Stern, der unsere Sonne ist. Aber der Großteil der Sonnensysteme in unserer Milchstraßengalaxie sind binäre und multiple Sternensysteme. Tatsächlich haben viele Einsternsysteme Sterne, gegen die unsere Sonne wie ein Zwerg. Wenn man all das berücksichtigt, sollte offensichtlich sein, dass ein großes Einsternsystem, binäres Sternensystem oder multiples Sternensystem während seiner Entstehung mehr starkes Gravitationsfeld zu erzeugen erfüllt sind, der schnellste Weg von A nach B der ist, die Raumzeit zwischen den Punkten A und B zu verzerren, zu verbiegen oder zu beugen, was die Punkte A und B näher zueinander bringt. Je stärker das Schwerkraftfeld ist, umso größer ist die Krümmung der Raumzeit und umso kürzer die Entfernung zwischen den Punkten A und B. Die meisten von uns denken beim Begriff Raumzeit an Leere oder an das Nichts. Aber erinnern Sie sich, es ist noch nicht lange her, dass die Menschen der Auffassung waren, die Luft in unserer Atmosphäre sei ein Nichts. Die Raumzeit ist wirklich eine Entität. Und eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie von einem Gravitationsfeld verzerrt oder verbogen werden kann. Wir wissen, dass die Schwerkraft Raumzeit und Licht verzerrt oder verbiegt, weil es eine Tatsache ist, dass wir Sterne sehen können, von denen wir wissen, dass sie eigentlich durch die Sonne unserem Blick entzogen sein sollten. Was diese Grafik hier angeht, so kennzeichnet die durchgehende Linie die Position eines Sterns, der hinter der Sonne platziert ist, und die gepunktete Linie zeigt seine Position, wie sie von der Erde aus gesehen wird. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das Schwerkraftfeld der Sonne Raumzeit und Licht rund um die Sonne verzerrt, was uns erlaubt, Sterne zu sehen, die wir eigentlich nicht sehen dürften. Wir wissen, dass Schwerkraft die Zeit verzerrt. Wenn wir zwei identische Atomuhren nehmen und eine davon auf Meereshöhe aufstellen und die andere in einer größeren Höhe postieren, zeigen sie verschiedene Zeiten an, wenn wir sie beide zurückbringen. Dieser Zeitunterschied liegt in der Tatsache begründet, dass ein Schwerkraftfeld schwächer wird, je weiter man sich von der Quelle entfernt. Also war die Atomuhr, die sich in großer Höhe befand, einem weniger starken Schwerkraftfeld ausgesetzt als die Uhr, die auf wurde. Die Wirkung eines Schwerkraftfeldes auf die Raumzeit ist etwas, das wir bis jetzt zwar beobachten konnten, womit wir aber nicht experimentieren konnten. Das hat mit unserer Unfähigkeit zu tun, ein Schwerkraftfeld zu erzeugen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt war eine große Masse wie ein Stern, Planet oder Mond die einzige Quelle eines wahrnehmbaren Schwerkraftfeldes, das uns bewusst war. Genauso wie ein Schwerkraftfeld rund um die große Masse eines Planeten Raum und Zeit verzerrt, verzerrt jedes Schwerkraftfeld, ob es natürlich vorkommt oder künstlich erzeugt wird, Raum und Zeit auf ähnliche Art und Weise. Beim intensiven Schwerkraftfeldes ist der, dass man es nicht nur an, sondern auch abschalten kann. Wenn wir uns wieder unserem Schaubild zuwenden, können wir sehen, dass wir, wenn wir ein intensives Schwerkraftfeld erzeugen, die Raumzeit verzerren können und in diesem Zustand die Entfernung zwischen dem Punkt, wo wir sind, und dem, an dem wir sein wollen, verändern können. Wir können uns an dem Punkt, wo wir sein wollen, und dann aufhören, das Schwerkraftfeld zu erzeugen und so der Raumzeit erlauben, wieder ihre natürliche Form anzunehmen.
Auf diese Weise können wir große Strecken mit wenig linearer Bewegung überwinden, und so wird die Raumzeitverzerrung in reduzierte Entfernung verwandelt. Jetzt zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Wie ist es möglich, die riesigen Räume zu durchqueren, wie es bei interstellaren Reisen notwendig ist? Wenn sich die Scheibe in der Nähe einer anderen Schwerkraftquelle wie der Erde befindet, werden die Schwerkraftwellen A, die sich von der Scheibe her ausbreiten, schrittweise in die Schwerkraftwellen B hineingeschoben, die sich von der Erde her ausbreiten. Und das erzeugt Auftrieb. Die Schwerkraftverstärker der Scheibe können unabhängig voneinander ausgerichtet werden. Sie reagieren auf Impulse und arbeiten nicht ununterbrochen. Wenn alle drei Verstärker zum Flug benutzt werden, befinden sie sich in der Delta-Konfiguration. Und wenn nur einer für den Flug benutzt wird, ist es die Omikron-Konfiguration. In dem Maße, wie das Schwerkraftfeld rund um die Scheibe an Intensität zunimmt, nimmt auch die Raumzeitverschiebung um die Scheibe herum zu. Und wenn man die Raumzeitkrümmung sehen könnte, würde sie so aussehen. Wenn die Verstärker den Output des Schwerkraftfeldes intensivieren, biegt sich die Form der Raumzeit rund um die Scheibe nicht nur aufwärts, sondern faltet sich bei maximaler Verzerrung tatsächlich zu so etwas wie einer Herzform zusammen. Erinnern Sie sich, diese Raumzeitverzerrung findet rund um die Scheibe statt. Wenn man also von oben auf die Scheibe schauen würde, hätte die Raumzeitverzerrung die Form eines Donuts. Wenn das Schwerkraftfeld rund um die Scheibe so intensiv wird, dass die Raumzeitverzerrung um die Scheibe ihr Maximum erreicht und zu dieser herzähnlichen Form zusammengefaltet ist, kann die Scheibe von keinem noch so günstigen Punkt aus gesehen werden und ist trotz aller Anstrengungen unsichtbar. Alles, was zu sehen wäre, wäre der Himmel, der sie umgibt. Das Programm draußen in S4 bestand aus drei Projekten: Projekt Galileo, Projekt Sidekick und Projekt Looking Glass. Projekt Galileo beschäftigte sich mit dem Antrieb durch Schwerkraft und war die Quelle all der Informationen, die ich Ihnen in diesem ersten Teil vermittelt habe. Projekt Sidekick beschäftigte sich mit einer Strahlenwaffe, deren Antriebsquelle Neutronen sind und die mit Schwerkraftlinsen ausgerichtet wird. Projekt Looking Glass beschäftigte sich mit einer Methode, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu sehen. Persönlich kam ich nicht mit den Projekten Sidekick und Looking Glass in Berührung, und diese Projekte würden auch den Rahmen dieses Videos sprengen. Das bringt uns nun zum Ende des ersten Teils, dessen Informationen auf Tatsachenwissen basieren. An dieser Stelle beginnen wir mit dem zweiten Teil, dem Abschnitt, den ich Auszüge aus der Regierungsbibel nenne. Ich nenne ihn deshalb so, weil es, wie Sie aus dem Anfang dieses Videos schon wissen, einen kleinen Teil der US-Regierung gibt, der wissenschaftliche und technologische Entscheidungen auf Basis von Informationen und Erkenntnissen fällt, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Wenn die folgenden Informationen wahr sind, gibt es Entscheidungen der US-Regierung, die historische, philosophische und theologische Ebenen betreffen und von denen die Öffentlichkeit nichts erfährt. Damit ich mir erste einführende Informationen über das geheime Programm auf S4 anlesen konnte, wurde ich wiederholt in einen kleinen Raum gebracht, in dem sich ein Tisch, ein Stuhl und etwa 120 Instruktionen in blauen Aktenordnern befanden, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu sehen. Persönlich kam ich nicht mit den Projekten Sidekick und Looking Glass in Berührung, und diese Projekte würden auch den Rahmen dieses Videos sprengen. Das bringt uns nun zum Ende des ersten Teils, dessen Informationen auf Tatsachenwissen basieren. An dieser Stelle beginnen wir mit dem zweiten Teil, dem Abschnitt, den ich Auszüge aus der Regierungsbibel nenne. Ich nenne ihn deshalb so, weil es, wie Sie aus dem Anfang dieses Videos schon wissen, einen kleinen Teil der US-Regierung gibt, der wissenschaftliche und technologische Entscheidungen auf Basis von Informationen und Erkenntnissen fällt, die der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Wenn die folgenden Informationen wahr sind, gibt es Entscheidungen der US-Regierung, die historische, philosophische und theologische Ebenen betreffen und von denen die Öffentlichkeit nichts erfährt. Damit ich mir erste einführende Informationen über das geheime Programm auf S4 anlesen konnte, wurde ich wiederholt in einen kleinen Raum gebracht, in dem sich ein Tisch, ein Stuhl und etwa 120 Instruktionen in blauen Aktenordnern befanden. Ich wurde dort verschieden lang alleine gelassen, um zu lesen, durchschnittlich eine halbe Stunde lang. Diese Instruktionen enthielten Informationen aus verschiedenen Bereichen. Die meisten davon bezogen sich auf außerirdische und außerirdische Technologie. Diese Berichte schienen einen Überblick über außerirdische Informationen darzustellen, die zum Ziel hatten, Wissenschaftler aller Gebiete über den gesamten Umfang des Projektes zu informieren, nicht nur über ihr spezielles Gebiet und ihre speziellen Aufgaben. Der Überblick über das Projekt Galileo war sehr exakt. Ich las ihn und wurde später Zeuge von Dingen, die bewiesen, dass er korrekt war. Also ist es auch möglich, dass andere Wissenschaftler, die mit anderen Projekten betraut waren, Beweise dafür zu Gesicht bekamen.
Das weiß ich jedoch nicht. Für mich handelte es sich bei diesen Berichten einfach nur um Worte auf Papier. Also, um nicht bei jedem Satz angeblich und wie man annimmt zu sagen, gebe ich diese Informationen so an Sie weiter, wie ich sie erfahren habe. Die Technologie, über die Sie bis jetzt Bescheid wissen, wurde von einigen außerirdischen Wesen vom Sternensystem Zeta Reticuli 1 und 2 hierher gebracht. Diese Sterne befinden sich im Sternbild Reticulum, welches nur von der südlichen Hemisphäre aus gesehen werden kann. Zeta Reticuli ist ein binäres Sternensystem, was bedeutet, dass es zwei Sterne besitzt und befindet sich ungefähr 30 Lichtjahre von der Erde entfernt. Diese Wesen kommen von Reticulum 4, dem vierten Planeten von Zeta Reticuli 2. Es wird in diesen Berichten von Sternensystemen gesprochen. Sie bezeichnen einfach die Sonne und die Anzahl der Planeten von dem der Sonne am nächsten liegenden aus bis zum am weitesten entfernten. Zum Beispiel wurde unsere Sonne als Sol bezeichnet und von der Erde spricht man als Sol 3, weil wir der dritte Planet von der Sonne aus sind. Ein Tag auf Reticulum 4 ist 90 Erdenstunden lang. Die Wesen sind 90 cm bis 1,20 m groß und wiegen 11 bis 22 Kilogramm. Sie haben grauschimmernde Haut und große Köpfe mit mandelförmigen großen Augen. Sie haben sehr dünne, schlanke... Am häufigsten gestellten Fragen ist die, wie es möglich ist, riesige Strecken im Raum zu durchqueren, ohne die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten. Besser gesagt, wie kann man in vernünftiger Zeit und einigermaßen ökonomisch zwischen Punkten hin und her reisen, die Lichtjahre auseinander liegen? Rufen Sie sich nun ins Gedächtnis, dass die Lichtgeschwindigkeit ungefähr 300.000 Kilometer in der Sekunde beträgt, was auf die Stunde übertragen annähernd 1,1 Milliarden Kilometer sind. Und ein Lichtjahr ist die Distanz, die in einem Jahr mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegt wird. Um das uns am nächsten gelegene Sonnensystem Proxima Centauri zu erreichen, sind 4 Jahre Flug mit Lichtgeschwindigkeit nötig. Wenn wir bisher die Möglichkeiten überprüft haben, diese Entfernungen zu überwinden, mussten wir immer das Problem, mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit zu reisen, betrachten. Dies wirft Probleme in Bezug auf Antrieb, Navigation und Treibstoffkapazität auf. Und selbst wenn man die Effekte der Beschleunigung in der Raumzeit in Betracht zieht, was Zeitdehnung, Massezuwachs, Längenkontraktion und eine ganze Menge anderer Dinge beinhaltet, wird schnell klar, dass diese Art zu reisen ein technisches Niveau erfordert, das die Menschheit noch nicht erreicht hat. Die Wahrheit in dieser Angelegenheit ist, dass das Überwinden dieser Entfernungen tatsächlich ein Niveau an Technologie erfordert, das die Menschen noch nicht erreicht haben. Aber es hat nichts mit linearem Fliegen nahe der Lichtgeschwindigkeit zu tun. Wir wissen, dass die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten eine gerade Linie ist. Also sind wir in unserem Universum immer davon ausgegangen, dass die schnellste Art, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, das Reisen auf einer geraden Linie mit Lichtgeschwindigkeit ist. Nun, Tatsache ist, dass wenn man es mit Raumzeit zu tun hat und die Voraussetzungen, um ein starkes Gravitationsfeld zu erzeugen, erfüllt sind, der schnellste Weg von A nach B der ist, die Raumzeit zwischen den Punkten A und B zu verzerren, zu verbiegen oder zu beugen, was die Punkte A und B näher zueinander bringt. Je stärker das Schwerkraftfeld ist, umso größer ist die Krümmung der Raumzeit und umso kürzer die Entfernung zwischen den Punkten A und B. Die meisten von uns denken beim Begriff Raumzeit an Leere oder an das Nichts. Aber erinnern Sie sich, es ist noch nicht lange her, dass die Menschen der Auffassung waren, die Luft in unserer Atmosphäre sei ein Nichts. Die Raumzeit ist wirklich eine Entität. Und eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie von einem Gravitationsfeld verzerrt oder verbogen werden kann. Wir wissen, dass die Schwerkraft Raumzeit und Licht verzerrt oder verbiegt, weil es eine Tatsache ist, dass wir Sterne sehen können, von denen wir wissen, dass sie eigentlich durch die Sonne unserem Blick entzogen sein sollten. Was diese Grafik hier angeht, so kennzeichnet die durchgehende Linie die Position eines Sterns, der hinter der Sonne platziert ist, und die gepunktete Linie zeigt seine Position, wie sie von der Erde aus gesehen wird. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das Schwerkraftfeld der Sonne Raumzeit und Licht rund um die Sonne verzerrt, was uns erlaubt, Sterne zu sehen, die wir eigentlich nicht sehen dürften. Wir wissen, dass Schwerkraft die Zeit verzerrt. Wenn wir zwei identische Atomuhren nehmen und eine davon auf Meereshöhe aufstellen und die andere in einer größeren